So, es ist endlich soweit. Der Gegner von Christian Eckerlin für den 18.11.23 in Köln in der Lanxess Arena steht fest. Es ist Apollo, sehr erfahrener Mann, hat bei PFL gekämpft, in der UFC gekämpft, hat richtig gute Leute bei Octagon gekämpft. Das ist ein geiles Matchup. Ich freue mich sehr darauf. Apollo ist in der Weltergewichts-Rankings auf Platz 2. Das wird ein richtig geiler Kampf und ich freue mich sehr für Christian, dass er so eine geile Herausforderung bekommen hat, nachdem der Jungwirt-Kampf jetzt nicht geklappt hat. Eine Tür schließt sich, eine neue Tür öffnet sich. So muss es sein. Sehr geil. Bevor es losgeht, schaut im Team Pütz Shop vorbei. Dort findet ihr T-Shirts, Lunchpakete, Socken. Unten in der Videobeschreibung kommt ihr zum Link. Und los geht's. Wir werden uns jetzt den letzten Kampf von Apollo anschauen gegen Grabinski, den er vorzeitig beenden konnte und der auch einfach zeigt, wie stark Apollo sowohl im Stand ist, aber auch am Boden. Der Schlüssel für Christian Eckerlin, um diesen Kampf gegen Apollo zu gewinnen, ist definitiv die Reichweite zu etablieren. Apollo ist von seiner Physis her wie eine Art Romero gebaut. Das ist ein sehr guter Vergleich. Sie bewegen sich ähnlich. Die Körperstruktur, das Kraftlevel, die Explosivität, das sind alles Faktoren, die eine große Rolle spielen. Und Christian muss die Kickdistanz etablieren in dem Moment. Christian hat sehr starke Kicks, sowohl High Kicks, Low Kicks als auch Middle Kicks und er schlägt gerne Kombinationen und das ist der Schlüssel für ihn, um den Druck aufzubauen. Außerdem kämpft Apollo sehr gerne in der Southpaw Position, das heißt auf der Außenbahn bleiben, zu seiner Führhand hin rotieren, das sind die Schlüssel, die Christian benötigt, um Apollo zu schlagen. Für Apollo gilt es im Umkehrschluss, die Distanz zu verkürzen, seine Boxkombinationen zu nutzen. Er boxt sehr sauber und falls Christian sich für den Takedown entscheidet und diesen bekommen sollte, sein starkes Jiu-Jitsu zu nutzen. Er ist auch vom Rücken aus sehr gefährlich, Apollo. Ich bin sehr gespannt auf dieses Matchup. Das ist ein richtiger Thriller. Jetzt schauen wir uns den Kampf von Apollo an, den letzten, und machen einen kurzen Breakdown, was da passiert ist, was die Stärken von Apollo sind und worauf Christian aufpassen muss. Beide Kämpfer aus der Rechtsauslage. Apollo ist ein Kämpfer, der relativ lang wartet. Er liest den Gegner, spricht auch für seine Erfahrung einfach. Er lässt sich Zeit, in den Kampf zu finden und etabliert dann langsam sein Game. Hat schöne Finten, arbeitet mit dem Level Change, ist in allen Bereichen gefährlich, ist ein solider Allrounder. Für Grabinski gilt es in diesem Kampf auf jeden Fall darauf zu achten, nicht nach vorne zu laufen in die Konter. Grabinski ist jemand, der versucht, viel Pressure zu machen mit langen Kombinationen, mit dem Druck nach vorne. Und das spielt natürlich Konterkämpfern wie Apollo auf jeden Fall in die Hände, wenn man da nicht aufpasst. Gesehen, aber dann auch wieder Performances, da dachte man so, okay. Dass er noch nie durch K.O. oder Submission im MMA verloren hat. Das ist auch ein Punkt. Apollo ist noch nie gefinisht worden. Alle Niederlagen, die er erlitten hat, sind durch Punktentscheidungen zustande gekommen. Ich habe ehrlich gesagt auch noch keinen Kampf gesehen, wo er einen Knockdown hatte, aber belehrt mich in den Kommentaren gerne eines Besseren, falls ihr einen Kampf kennt, wo er einen Knockdown erlitten hat oder fast submitted worden ist. Ich habe natürlich nicht alle Kämpfe gesehen. Das war bei Matej Kertész auch so und Mo Grabinski war derjenige, der das geändert hat. Und wir sehen, Grabinski kontrolliert die Käfigmitte. Zirkelt hier zu seiner linken Seite raus, um von der Schlaghand von... Aber er weiß genau, dass er vorsichtig sein muss. Apollo wartet nur auf die Möglichkeit, hier zu kontern und kommt auch immer mal wieder mit diesen Push-Kicks. Ja, man sieht schon, Apollo nimmt sich extrem viel Zeit. Er lässt sich am Käfig stellen, er schaut, wie interagiert Grabinski, was nutzt er, wie ist das Setup, was er nutzt, wie stellt er ihn. Das sind alles Faktoren, die eine Rolle spielen und die zu dieser Abtastphase in diesem Kampf dazugehören. Und er hat einfach einen extrem guten Überblick. Sehr ruhig, meint Bewegungen, schaut, was gibt es für Bewegungsmuster, wie kann ich kontern. Durch die Mitte. Schöne Kombination von Grabinski. Da saß einer auf jeden Fall am Kopf. Er versucht hier seinen Gegner jetzt am Käfig zu stellen, um eben dieses bewegliche Meiden von Apollo ein bisschen zu unterbinden. Ja, Apollo am Kopf zu treffen ist wahnsinnig schwierig, weil er sich einfach eben immer schnell und auch intelligent bewegt. Da war aber auch eine gute Hand von Apollo drin. Das ist genau der Kampf, den Apollo kämpfen möchte. Er möchte mit dem Rücken zur Wand sein, seinen Gegner in Sicherheit wiegen und dann mit einem wirklich fiesen Konter aus der Ecke rauskommen. Ja, und jetzt erhöht und Apollo den Druck. Hier sieht man, kommt durch mit der linken Schlaghand. Zwei schnelle Hände von Apollo und Grabinski ist leicht am Wackeln. Wenn es um Kampfsport geht, da hat man ein paar wirkliche Koryphäen. Teilweise sind da Leute wie Alistair Overeem.
Schöne Attacke von Krapinski. War drin. Aber jetzt landet Mo Krapinski die ersten Schläge. Der ist wieder in der Linksauslage. Ja, Krabinski hat ja genug Ausdauer, um auch zur Not in der dritten Runde den Kampf zu drehen. Schön, schöne Kombination. Schließt mit dem Kick ab, sehr sauber. Und hält direkt wieder die richtige Distanz ein. Ja. Weil genau das will Apollo Silva. Oh, harte linke Overhand. Und jetzt hier wieder. Schöner Takedown. Den drückt er auch. Hält Krabinski hier unten und schnappt sich direkt den Rücken. Apollo hat exzellentes Jiu-Jitsu. Sieht man nicht in vielen Kämpfen, aber wenn er am Boden ist, er hat immer diese Tendenz, den Rücken zu nehmen, arbeitet technisch sehr sauber. Ich habe selten Situationen gesehen, wo er Positionen verloren hat. Also da ist auf jeden Fall sehr viel Erfahrung und Routine mit drin. Wir dürfen nicht vergessen. Und er ist jetzt hier eigentlich schon komplett in... Macht den zweiten Haken rein, um den Rücken zu sichern. Greift links mit dem Seatbelt. Der Backmount, er hat sie jetzt sich gerade geholt. Schafft sogar, die Body Triangle zuzumachen. Aber dadurch, dass Krabinski jetzt... Optimalerweise bringt er den linken Fuß über den linken Fuß von Krabinski und hakt sich wieder eine Kniekehle ein. Dann hat man wie so eine doppelte Sicherung nochmal. Duell um die... Ja, und er geht immer wieder für diesen Seatbelt, bedroht den Hals. Ganz wichtig, diese Submission-Gefahr, um einfach auch auf psychologischer Ebene diesen Druck zu erhöhen. Pressure Game. Kontrolle. Er trappt hier sehr sauber mit seinem rechten Arm den Wrist hier von dem rechten Arm von Krabinski und greift mit dem linken Arm an. Der Handgelenke, wie funktioniert... So 10 Sekunden jetzt auf der Uhr und er switcht zum Armhebel. Da rutscht er gerade rein. Voll durch. Aber Krabinski dreht sich raus. Und holt direkt wieder die Farbkarte mit dem anderen Hoch. Sehr schönes Jiu-Jitsu. Sehr geil. Harter Kick wieder von Silva. Fake Tip und dann mit der Hand zurückgekommen. Linken Schlag hat. Viele Waffen im Köcher hat wie Silva. Den muss man schon wirklich mit außergewöhnlicher. Haucht ab, es kommt zu viel Druck. Er geht für den Kontershoot. Sehr variabel. Taktik ungebremst auf den Oberschenkel knallt. Guter Kick von Krabinski. Ja, und wir müssen sagen, wir haben ja vorher drüber gesprochen, dass Silva manchmal so eine Wundertüte ist. Man weiß nicht genau, welche Form er zeigen wird, aber heute zeigt er auf jeden Fall eine wirklich starke Form. Bewegt sich die ganze Zeit, ist vielseitig. Ja, und ich habe das Gefühl, Krabinski ist aus der... Man muss dazu sagen, die Treffer, die Krabinski gelandet hat, Apollo rollt sehr schön mit den Schlägen. Das heißt, der volle Schlag-Impact kommt eigentlich selten zustande, weil er ist ständig in Bewegung. Sein Head-Movement... Sein Rollen mit den Schultern plus die Slips, die er durch diese Level-Changes einleitet. Sehr sauberes Defense-Game. Sehr ansehnlich. Rechtsauslage gefährlicher. Also passiert zumindest nichts. Scheint es so, als hätte Silva damit mehr Probleme. Und dazu die ganze Zeit diese Might-Bewegung des Körpers. Aber jetzt hat Krabinski schon wieder gut getroffen. Vielleicht wird Silva langsam, trifft. Aber sicher etwas langsamer. Versucht jetzt hier den Takedown zu holen, aber Silva blutet auch. Krabinski dreht sich wieder hin. Hat hier wieder die Kontrolle um die Hüfte. Verschließt die Hände unten. Glaube ich, geschlossene Hände. Das heißt hier gute Chancen für Silva, den Kampf auf den Boden zu verlagern. Und genau hier ist der Fehler. Krabinski muss den Overhook nehmen. Mit dem rechten Arm über die linke Schulter von Apollo, um die Rückentendenz zu verhindern. Denn so geht Apollo einfach zum Rücken von Krabinski und hat den Arm hier noch getrappt. Das heißt, es gilt für ihn, mit dem rechten Arm den Overhook zu nehmen und somit das Hergeben des Rückens zu verhindern. Genau da passiert das. Und er gibt den Rücken. Jetzt gibt es nochmal einen Härtetest. Also den Kampf zu gewinnen wird für Krabinski jetzt wirklich schwer. Apollo ist hier noch sehr Jiu-Jitsu-lastig. Das heißt, er dreht sich automatisch auf den Rücken. Optimalerweise wäre es, dass Krabinski auf den Knien bleibt und Apollo die Top-Position einnimmt, indem er oben auf dem Rücken drauf sitzt und ihn dann flach macht durch Aussprawlen der Beine. Und somit müsste Krabinski das Körpergewicht von Apollo, was auf jeden Fall wahrscheinlich beachtlich ist, um die 90 Kilo und was sehr viel Kraft kostet, tragen in dem Moment. Also das wäre noch eine kleine Verbesserung, dass er diese Tendenz, den Rücken zu nehmen, immer in der Top-Position ausführt. Ja, er hält den Mund zu. Mit dieser Position, kleines in dieser Zeit des Kampfes. Nervt auch. Ja, noch eine Minute Zeit.
Silva hat die Rear Triangle um den Körper, also die Body Triangle, und versucht jetzt hier sich den Choke zu sichern. Krabinski löst die Hand wieder. Krabinski sollte vielleicht noch weiter sich nach rechts legen, um Druck auf das Fußgelenk von Silva zu bringen, weil dadurch muss er die Body Triangle aufmachen. Hat es jetzt gemacht. Aber Silva, der Fuchs, dreht natürlich sofort die Seite, macht die Body Triangle postwendend auf der anderen Seite zu. Oh, aber jetzt sieht es auch aus, als wäre die... Das war ein Fehler, was Krabinski gerade gemacht Seite hat. Zu. Ihr seht hier, der Ellbogen ist noch nicht unter dem Kinn. Krabinski müsste ihn hochschieben, um Platz zu schaffen, denn er will seinen Hals nicht exponieren. Was tut er, Krabinski? Oh, aber jetzt sieht es auch er aus, zieht als wäre den Ellbogen nach unten. Die und somit unterm kommt Kinn. Der Unterarm unter das Kinn runter. Da ist der also er hat Apollo in dem Moment sogar noch geholfen, diesen Choke zu finalisieren. Für Leandro, Apollo Silva. Gewinnt den Kampf vorzeitig durch Submission in der dritten Runde. Ich bin sehr gespannt auf diesen Kampf. Wie gesagt, wenn Christian sein Game auspackt, seine Kombinationen schlägt, mit den Kicks initiiert, sich nicht auf ein Boxing-Match einlässt, dann kann er auf jeden Fall gut Druck erzeugen und ich gehe schwer davon aus, dass er Apollo besiegen kann. Definitiv. Ich mache lange Sparring mit Christian Eckelin. Christian ist ein Puncher, hat in beiden Händen auf jeden Fall Dynamit, das in beiden Händen Knockout-Power und ich freue mich sehr auf dieses Matchup und vor allem, dass Christian so einen renommierten Gegner hat. Der Jungwildkampf war geplant, es ist noch was viel Geileres gekommen in meinen Augen. Ich freue mich so sehr auf den Kampf. Holt euch Tickets für den 18.11.23. Unten in der Videobeschreibung findet ihr auch den Ticket-Link noch dazu, wo ihr die Tickets bestellen könnt. Sie werden bald ausverkauft sein. Und genau, sichert euch die Tickets. Wir sehen uns auf jeden Fall in Köln. Bis zum nächsten Video.